Hallo und herzlich willkommen zu TNA Impact, das Spiel auf der Xbox 360 und ich spiele es auf Deutsch. Eigentlich wollte ich es auf Englisch spielen, aber ja, ich habe gedacht, wir machen ein deutsches Let's Play und wir spielen es auch auf Deutsch. Deshalb machen wir jetzt den Story-Modus und machen einen neuen und wir nennen unseren Wrestler Raffi. Das ist ziemlich geil. Also ziemlich einfallsreich. Aber scheiß drauf. Wir nennen ihn Raffi. Und jetzt kommt die Story. Und jeder Wrestling-Fan kennt Suicide. Und es geht in diesem Story-Modus um ihn. Und deswegen gucken wir das einfach mal an. Und obwohl, nein, ich rede dazu, weil ihr habt ja den Untertitel. Und was passiert? Suicide ist einfach der Beste im Geschäft im Moment. Und jetzt habt ihr, also er hat ein, ja, DOA. Ja, ihr habt ein Titelmatch und jetzt kommen die Typen von LAX und das seht ihr jetzt hier. Guess again. This is how it's going down, Trump. It's real simple. The big man says you're gonna take a dive, so that's what you're gonna do. Take a dive. Got it? Und sie sagen, du musst verlieren. Und was macht ein Suicide, wenn er zum Beispiel mal ein Titelmatch kriegt? Er verliert nicht absichtlich. Especially on national television. Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Champion. I destroyed him. Ja, ein neuer Champion. So, und jetzt kriegt er erstmal eine auf die Fresse. Bam. Yo, LAX schlag dich zusammen und du wurdest, also, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll. All I know is my face feels like hamburger. Ah, si, he is away. Es un milagro. You must have angels that watch over you, señor. You shouldn't even be alive. Señor, don't worry. We are going to help you. I hate this pro bono crapola. Jo, und du weißt nicht mal, wer du bist. Das heißt, wir sind jetzt Suicide und müssen aber unseren eigenen Wrestler erstellen. Das Geilste ist halt, genau, sagt er jetzt, die Typen sind so Schönheitsoperation-Typen und wir müssen, also, sie operieren dich jetzt zurück. Aber du musst jetzt einfach einen Wrestler erstellen. Und wir machen einen Flieger. Wir stark, ja, stark. Wir machen ein bisschen Hautfarbe, ein bisschen brauner. So, ist geil. So. Wrestling Steel hatten wir schon, oder? Okay. Fortfahren. Jetzt haben wir den Kopf, Halskette, yeah, big money, Mund. Was interessiert mich der Mund von dem Typ? Das ist ja auch nicht, Augen ist mir auch egal. Augenbraue, Stirn und Haar. Haar interessiert mich. Wir machen einfach so. Ja, nehmen wir einfach das hier. Und dann aber, nee. Man ist rot, genau, rot. Brille. Yeah! Tätowieren braucht er nicht, Kleidung braucht er eigentlich auch nicht. Einfach nur eine Hose. Okay. Gibt's hier keine...
Okay, nehmen wir halt mal die und die Schuhe. Passt, so. So, das war's eigentlich auch schon. Die Wrestling Moves halt noch. Aber das uns jetzt, im Moment ist das uns sowieso egal, weil wir sowieso noch nichts freigeschalten haben. Und jetzt haben wir unseren Wrestler erstellt. Ja, Inhalte wird gespeichert, bla bla bla. Ja, mein Mikro verrutscht. Scheiß drauf. Es geht weiter. Und wir wachen jetzt auf. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir ein Wrestler sind. Und in diesem mexikanischen Dorf findet eine Wrestling-Veranstaltung statt. Und. Jo. Und wenn man das gewinnt, dann. Dann geht man in die USA. Was mit den Chickens? So, anyway, here's the deal. This is a gauntlet match. When you win against one, another comes in to take his place. Das Ganze ist ein Gauntlet Match. Und ein Wrestling-Fan kennt das natürlich. Doch. Also, das hat er ja gerade geklärt. Der andere kommt rein. Scheiß drauf einfach. Also, wenn du jemand besiegst, kommt ein anderer rein. Und ich glaube, das 3 oder 4 Mal. Und wir sind Suicide, beziehungsweise jetzt Raffi. Und es geht los. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Das sieht man natürlich jetzt. Weil ich gerade auf die Fresse bekommen habe. Aber ich glaube, ich sollte das Ganze noch kriegen. Und das war doch mal geil. Scheiße. Scheiß Mexikaner. DDT. Aber ich hab's auch noch drauf und nicht mit meinem Live, mit meinem USA Wrestling Scheiß. Und ich spring vorbei. Das war jetzt mal geil. Das Spiel ist im Gameplay her, also in der Physik, nicht gerade das Beste. Da ist SmackDown vs. War natürlich viel besser. Die Grafik ist aber geil. Und dann ist auch, und vor allem ist das einzige TNA-Spiel auf der Xbox 360 und deswegen habe ich mir schnurstracks gekauft. Und was ich jetzt mache, ich glaube, ich pinne ihn gleich nach einem starken Move jetzt noch. Und das war jetzt geil. So, und ich pinne ihn jetzt mal oder versuche ihn zu, jetzt geht nichts, warte. Ich muss noch Moves machen. Versuche ich es mal. Jo, das war's schon. Da kommt nicht mehr raus. So. Der erste ist besiegt. Und jetzt müssen wir noch andere besiegen. Aber das ist für uns ja kein Problem. Weiter. Neue Moves freigeschaltet. Ja, ja. Chokeslam. Yeah, Chokeslam. Story-Modus. Es geht ja weiter, oder? War ja nur der erste Gegner. Von, keine Ahnung wie vielen. 3 wahrscheinlich. Jo, ich denke 3. Das Spiel hat lange Ladezeiten. Oh mein Gott. So, der zweite. Jetzt, ja. Der hat keine Maske auf. Sieht ein bisschen aus wie Alberto Del Rio. Und ich krieg wieder auf die Fresse am Anfang. Meine Fresse, jetzt will ich mal. So. Ich habe irgendwie nur immer die gleichen Moves. Aber das ist mir in dem Moment egal. Autsch. Das hat wehgetan. So. Jetzt bin ich mal dran. So. So. Bam, Neckbreaker. Schauen wir mal, nein, das wird nichts. Kick out. Aber jetzt wahrscheinlich.
Nein, wird auch nichts. Mein, ich will doch einfach nur da. Ich will es einfach schnell machen und vor allem in einem Part schaffen, weil ich habe nur noch 5 Minuten. Warte, wie rennt man? Ich habe vergessen, wie man rennt. Ah, scheiße. Bling. Und jetzt muss ich, verdammt nochmal, diesen scheiß Gegner besiegen. Und ich habe keinen Bock noch warten, bis mein Finisher endlich fertig ist. Oh, geil. Ich habe beim Reinrollen den fast besiegt hier. Und wenn der den... So, und ich glaube, jetzt müsste es gleich Ende sein. Ich habe nämlich keinen Bock noch warten, bis ich meinen Finisher habe. Jetzt kommt schon schneller. Endlich. Zweiter Gegner ist besiegt. Yay. Money, money. Ich steige aus dem Bett. Ich bin den Zwerg auf. Jetzt habe ich mir noch den dritten Gegner. Oh ja, der dritte Gegner. Ich liebe den dritten Gegner. Oder auch nicht. Vielleicht. Kann schon sein. Ich will ja jetzt nicht Schmuggling oder so. Ich hasse die Ladezeiten. Weil wir haben nur noch so und so viele Minuten und ich habe keinen Bock, Pause zu machen während dieses Parts. Ich will einfach Mr. America oder was das hier ist, schlagen. Und ich hoffe, das mache ich schnell und sonst mache ich einfach Pause und spiele dann weiter. Und versuche es schnell zu machen eigentlich, aber der scheiß Typ rewrestelt ja. Autsch. Ich glaube, so war das nix. Ich könnte es noch so viel drauf haben. Aber wenn ich so weitermache, wird das nichts. So. Bleib doch liegen, du Idiot. Fettsack. So. So und. Scheiße. Der Typ ist auf jeden Fall stärker wie die anderen. Aber auch ist er trotzdem besiegbar. Und besiegen ist ein gutes Stichwort, denn ich muss ihn besiegen. Warum rennt der einfach weg und geht nicht einfach gescheit weg? Und das war mal ein guter Move. Jetzt denke ich, müsste es gleich Ende sein. Ich hoffe es zumindest. Dann hätte ich die Gegner. Ja, ich glaube. Ja, das war gut von mir. Ich bin sowas von gut. Ich habe die drei Gegner besiegt und ich hoffe, es gibt keinen vierten Gegner. Denn dann reicht mir die Zeit nicht mehr. Yeah. Schau mal. Story-Modus. Nein, es geht weiter mit dem Story-Modus. Not exactly a regal way for the King of the Gauntlet to travel, but it's better than nothing. I'll take a free trip to the States any day. Yo, und wir fahren in die Staaten, denn hier bekommen wir eine in so einer Militäranstalt eine Chance auf Wrestling Ding und yo. Oh, Your Highness. So you're the Mexican King of the Gauntlet? I feel so honored to be in the presence of such. So, und die verarschen uns jetzt und ich muss schnell machen, denn wir haben keine Zeit. Und vor allem habe ich jetzt keinen Bock, jetzt schon zu wresteln. Deswegen drücke ich jetzt gleich auf Pause. Achso, okay, wir sind trotzdem im Ding. So, ich sag tschüss, ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Part bei TNA Wrestling, TNA Impact. Ich bin Raffi von The Lost Stages.